Willkommen zurück im Livestream von Jugendhakt aus Berlin. Wir haben wieder einen Livestream von einem Teilnehmer. Niklas ist bei uns. Er wird uns erzählen, warum es sehr wichtig ist, sich für barrierefreie Software einzusetzen. Er gibt uns Beispiele und er zeigt, wie er mit den Tools umgeht. Vielen Dank, Niklas. Ja, vielen Dank, Philipp. Ich freue mich, dass ich euch diesen Vortrag heute zeigen kann. Es ist ja doch eine relativ kleine Runde. Ich sag mal davor, ich habe den letzte Woche bei Jugendhakt in Frankfurt schon gehalten. Ich mache das jetzt hier in Berlin nochmal. Es gibt ein paar kleine Änderungen. Also ja, den kann man sich gerne nochmal angucken. Wie gesagt, ich erzähle euch was über, warum euch Software-Barrierefreiheit etwas angehen sollte, warum ihr euch dafür interessieren wollt, dafür interessieren solltet, weil das ja doch so ein Feld ist, was wenige Leute bedenken. Und gerade hier bei Jugendhakt ist es ja so, dass sehr viele Leute irgendwelche Web-Technologien oder andere Technologien benutzen, um so schöne Websites oder schöne Apps zu bauen, die dann aber sehr, sehr selten barrierefrei sind. Und ich möchte euch einfach ein bisschen für dieses Thema sensibilisieren, ein bisschen zeigen, was man da machen kann. Genau, ich möchte anfangen mit einer Zahl, die fand ich ziemlich beeindruckend. Und zwar sind das die zwei Drittel aller Menschen, die auf diesem Planeten leben, haben Zugang zu einer hygienisch sauberen Toilette. Ne, wenn man jetzt mal bedenkt, das ist circa dieselbe Anzahl wie die Personen, die Zugang zu einem Mobiltelefon haben oder die ein Mobiltelefon besitzen. Das ist schon krass, glaube ich. Genauso sieht es aus mit dem Internet. Das Internet auf der Welt ist eigentlich überall verfügbar und wir alle benutzen das Internet jeden Tag als irgendwelche zum Lernen. Wir benutzen alle möglichen Lernplattformen, also wie Wikipedia, YouTube oder GitHub. GitHub besonders, um unseren Code auszutauschen und miteinander großartige Dinge mit Technik zu erschaffen. Aber nicht jeder hat darauf Zugang. Ja, eine Person von 7 ungefähr auf dieser Welt hat eine Art von Behinderung, die ihn im täglichen Leben auf irgendeine Art und Weise einschränkt. Und wenn wir jetzt mal in unsere Hackerethik schauen, dann werden wir feststellen, dass es da diesen schönen Paragraphen gibt, der sagt, dass der Zugang zu allem, was einem quasi erklären kann, wie die Welt funktioniert, unlimitiert und total sein sollte. Ich habe ihn hier in der Folie auf Englisch. Das steht in jeder Fassung der Hackerethik so drin. Und es ist auch einfach besonders wichtig. Und Barrierefreiheit gehört natürlich dazu. Und wir müssen alle darauf achten, nicht Leute auszuschließen, nur weil sie auf einen besonderen Inhalt nicht zugreifen können. Und das Ganze ist schön. Es gibt so viele schöne Hardwaregeräte, die Menschen wirklich ermöglichen, teilzuhaben, die Menschen wirklich einfach mitmachen lassen. Sei es die Braillezeile, die Schrift auf dem Computer in Blindenschrift ausgibt, oder der Adaptive Controller von Microsoft, der Menschen mit motorischen Einschränkungen Xbox spielen lässt. Spiele sind ein großer Teil und es ist wirklich wichtig, dass alle Menschen dazu in der Lage sind, Spiele zu spielen, weil Spielen macht Spaß. Ich glaube, da spreche ich für uns alle. Genau. Es ist aber nicht nur Hardware, die es uns ermöglicht, teilzuhaben. Blinde Menschen und stark sehbehinderte Menschen wie ich nutzen Screenreader. Da möchte ich euch mal ein Beispiel geben. Hört doch einfach mal hin. Das klingt dann ungefähr so, wenn ich meinen Computer nutze. Herzliche Grüße, überschrift 1. Ich hoffe, ihr habt viel Freude mit meinem Lightning Talk. Bitte meldet euch an mir, falls ihr Fragen habt. Ich mache das Ganze nochmal. Hört mal genauer hin. Vielleicht versteht ihr da noch was. Herzliche Grüße, überschrift 1. Ich hoffe, ihr habt viel Freude mit meinem Lightning Talk. Bitte meldet euch an mir, falls ihr Fragen habt. Genau. Also so klingt das, wenn ich meinen Computer benutze. Der Screenreader spricht wirklich schnell und er sagt mir quasi alles, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, was man da sehen kann. Jetzt ist es aber so, nicht jede Software ist wirklich barrierefrei und zugänglich für diese Screenreader, auch wenn man das meinen könnte. Es gibt so ein paar Dinge, die man extra dafür machen muss. Das macht aber fast niemand. Und entschuldigt sich dafür natürlich. Also das hier auf der Folie, was ihr da jetzt sehen könnt, das sind so typische Ausreden, die ich schon ziemlich häufig gehört habe von Leuten, wenn ich sie darauf aufmerksam gemacht habe, dass ihre Software nicht barrierefrei ist. Und das Witzigste von den allen finde ich, dass man mich mal auf die Free Market Economy, also die freie Marktwirtschaft, hingewiesen hat und man sich ja quasi selber aussuchen könnte, für wen man sein Programm denn jetzt zugänglich macht und für wen nicht, weil man die einzige Person ist, die überhaupt die Macht dazu hat, zu entscheiden, wer etwas benutzen darf und wer nicht. Ich finde das ziemlich ridiculous, denn das ist einfach Diskriminierung und mehr nicht. Also sagt sowas bitte einfach nicht, das ist bescheuert. Es gibt für jede GUI-Library, für jedes Framework, das man im Web benutzen kann, quasi
Guidelines, denen man folgen kann, die einem erklären, wie funktioniert das zusammen mit Assistive Technology, was muss man tun, um den Accessibility Tree, das ist ein komplett anderes Thema für einen anderen Vortrag, darauf gehe ich heute nicht ein, aber die erklären einem wirklich, wirklich gut, was man tun kann, was man wie tun muss, damit die Sachen möglichst barrierefrei sind für den Screenreader. Ich möchte jetzt hier mal besonders highlighten das WCAG, das sind die Web Guidelines für Software-Barrierefreiheit. Schaut die euch doch einfach mal an, das sind so ein paar Dokumente, die sind frei im Internet zugänglich, findet man sofort, wenn man sie googelt. Aber natürlich auch für jede andere UI-Bibliothek oder jedes andere Framework gibt es eben solche Seiten und solche Tutorials und Hilfeleistungen. Genau, es ist aber nicht nur euer Programm, das barrierefrei sein muss, es sind auch eure User-Eingaben. Nehmt mal an, ihr baut jetzt ein soziales Netzwerk. Ich habe hier auf meiner Folie ein Beispiel von Twitter genommen. Da kann man Bildbeschreibungen hinzufügen. Das ist ein schönes Feature, denn das erlaubt mir quasi, die Bilder zu sehen, ohne sie wirklich sehen zu müssen, wenn die Menschen da Bildbeschreibungen hinzufügen. Genau. Die Benefits sind huge, würde Donald Trump wahrscheinlich sagen. Ich würde das nicht sagen, ich würde mal ein bisschen realistischer sein und ich würde eher sagen, das, was dadurch geschehen kann, was passiert, wenn man seine Sachen eben barrierefrei macht, ist, dass die Welt einfach ein bisschen besser wird. Sie wird inklusiver, sie wird besser für alle, wir können alle mehr miteinander machen und wie wir wahrscheinlich alle bei Jugend Hackt jedes Mal merken, es ist schön, Dinge mit anderen zu machen. Es ist wirklich, wirklich besser, als alleine irgendwo zu sitzen und seine eigenen Probleme zu lösen, sondern Probleme gemeinsam anzugehen. Und ganz besonders wichtig, das Internet hat auch für viele von uns behinderten Menschen ermöglicht, unsere Stimmen hörbar zu machen. Vorher mussten wir auf die Straße gehen. Das war immer ein bisschen gefährlich, weil nicht so wirklich Rücksicht auf uns genommen wurde. Im Internet gibt es eigentlich keine Barrieren und wir können einfach Dinge tun. Es ist natürlich in Ordnung, mal nicht alles auf den ersten Anhieb zu schaffen. Man muss es aber versuchen. Wenn man jetzt eine App erstellt oder eine Website codet, die überhaupt nicht barrierefrei ist, dann ist das nicht gut. Aber bitte versucht es wenigstens so, dass die Inhalte wenigstens teilweise erreichbar sind, dass wenigstens alles im Grunde erreichbar ist, selbst wenn es dann schwierig ist für uns zu navigieren. Es muss nicht perfekt sein, es geht meistens trotzdem, aber es ist halt sehr schön, das zu haben, also bitte versucht es. Und ihr seid auch gar nicht alleine, wenn ihr das versuchen müsst. Es gibt wunderbare Tools, die euch zeigen können, wie ihr Dinge tun könnt, was ihr machen könnt, um die Barrierefreiheit eben zu verbessern. Ich möchte Lighthouse von Google hier zeigen, aber, ganz großes Aber, verlasst euch bitte nicht nur auf diese Tools. Das hatte ich in diversen Diskussionen mit Menschen schon gehabt, dass sie sich wirklich nur auf diese Programme verlassen haben. Das ist einfach nicht gut. Wenn ihr den QR-Code scannt, der jetzt hier auf der Folie ist, landet ihr bei einem schönen Blogartikel, der quasi zeigt, wie man eine wirklich überhaupt nicht barrierefreie Website mit einem perfekten Accessibility-Score bei Lighthouse erzeugt. Also, ne, das muss, was daraus kommt, muss nicht bedeuten, dass eure Seite barrierefrei ist. Also seid bitte offen für Feedback von sehbehinderten Personen, die das eben brauchen. Und seid am besten nicht so wie Jörg Kachelmann, da hatte ich neulich eine kleine Auseinandersetzung mit ihm und seiner Community. Die wollte ich hier mal showcasen. Das ist eine von den blöden Ausreden, die man haben kann. Ja, geh doch einfach zu einem anderen Anbieter, weil ich bin eine freie Person und ich bin schon der Meinung, dass ich mir selber aussuchen darf, welche Dienste ich benutze und welche eben nicht. Und da gehört Kachelmann-Wetter zum Beispiel dazu. Ja, Barrierefreiheit bedeutet Freiheit. Das habe ich eben, glaube ich, ganz gut klar gemacht. Freiheit bedeutet auch in dem Sinne von Open Source Software. Open Source bedeutet quasi für uns alle, wir haben alle die Möglichkeit, den Code anzufassen, wir haben alle die Möglichkeit, das Programm dazu benutzen und dazu weiterzuentwickeln, wofür wir es gerade brauchen. Und dazu gehört Barrierefreiheit auf jeden Fall. Wenn wir etwas nicht benutzen können, das aber Open Source ist, dann ist es im Endeffekt halt nicht komplett frei. Ich bin noch bis morgen da, bis morgen Abend bin ich in Berlin. Also wenn ihr irgendwie Fragen habt, könnt ihr mich hier beim Event treffen oder sonst irgendwo. Oder ihr schreibt mir einfach irgendwie eine E-Mail oder einen Tweet und sonst irgendwas. Ich bedanke mich bei euch und bin dann jetzt auch offen für Fragen. Möchte jemand eine Frage stellen? Hier, jetzt, live.
Ich kann das leider nicht sehen, weil mich das Licht blendet. Ich würde es denn sagen, aber im Moment gibt es jetzt gerade keine Fragen. Sehr schön. Ich komme dann einfach auf die Bühne und sage, Niklas, vielen Dank, dass du das hier und bei den anderen Events machst und immer wieder reinträgst. Und ich glaube, das ist sehr nah an diesem mit Code die Welt verbessern, was viele gar nicht bedenken. Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr seht euch das auch an, weil ich glaube, das ist ein echt guter Talk, um ihn als Grundlage zu haben, sich hier auch einfach mal mit auseinanderzusetzen. Vielen Dank. Gerne.